So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Most Hated Podcast. Das ist die Folge Nummer 147, die erste Folge nach dem Mr. Big Evolution Pro in Portugal. Ja, mit am Start heute der liebe Roman Fritz, der andere. Ihm sind ein paar Haare ausgefallen und er ist jetzt Brillenträger. Nee, liebe Leute, eigentlich war dieser Podcast mit Roman geplant, aber Roman hatte offensichtlich andere Pläne, von denen er uns nichts mitgeteilt hat. Auf jeden Fall ist Roman nicht da. Also haben wir gedacht, müssen wir uns den zweitinteressantesten Bodybuilder in Deutschland vor die Linse holen. Meine Damen und Herren, Alexander Friedrich, aka Doc Alex, aka Alexikon, Unternehmer, Alkoholiker. Entrepreneur, Alkoholiker, Seithebe Gott. Applaus. Du hörst den Affen so mir so klatschen. Ja, Alter, Mann, was geht ab bei euch? schön aus meinem. Ich habe mich gerade schön hingelegt und mir gedacht, geil, ich kann heute Feierabend machen. Und dann schreibt ihr beiden Pappnasen. Hast Zeit? Müssen wir ja eh abdrehen, also passt. Bei Ben Weg, schlägt weg, schon der weg ist Blitz weg. ein. Alter, was war So. das? Wollen wir hier ein bisschen, warte. Ich habe heute einen wirklich crazy Tag schon gehabt. Nachdem wir gestern mit Ryanair Verspätung zurück aus Portugal gekommen sind, Bester Flieger. ich Egal. dann nachts um eins irgendwann in Berlin in meiner Butze angekommen bin, aus dem Taxi ausgestiegen bin, gedacht habe, oh geil, endlich ins Bett fallen, zieh die Haustür zu, fällt mir auf. Wo ist mein Handy? Handy im Taxi. Taxi nicht mehr da. Taxi weg, ich kein Handy, ich Taxi nicht anrufen. Zum Glück habe ich WhatsApp Web auf meinem MacBook installiert gehabt, kurz eine Nachricht in die Gruppe geschrieben und ich habe mir auch zum Glück eine Quittung im Taxi geben lassen. Dort stand dann die Nummer vom Taxiservice drauf und die Konzessionsnummer und so weiter. Jetzt kommt aber noch der entscheidende Faktor, Alex. Diesen Fahrer gibt es seit einem Monat nicht mehr, der die Quittung ausgestellt hat. Richtig gut, pass auf. Ich habe ein Taxi, eine Quittung vom Taxiruf Berlin oder so bekommen, mit einem Stempel. Auf dem Stempel stand drauf Zar Rudi und Schieß mich tot, irgend so ein anderer Name. Osmanischer Name, GBR, ja, und darunter so die Konzessionsnummer, auf jeden Fall nicht Taxiruf Hamburg, mit einer Telefonnummer, die es nicht gab, habe ich kurz Zarudi Taxiunternehmen gegoogelt, da habe ich drei Telefonnummern gefunden, alle drei Telefonnummern gingen nicht, dann habe ich Timo beauftragt, kurz den Taxiruf Berlin anzurufen, da ist dann auch einer rangegangen. Der hat uns dann mitgeteilt, dass seit einem Monat kein Fahrer mit der Konzessionsnummer mehr Taxi fährt in Berlin. Richtig gut. Also da wurde einfach irgendein Stempel benutzt. Aber, schlau wie ich bin, wir sind ja alle vernetzt, Stasi-mäßig, gibt es ja diese wunderschöne Funktion, wo ist mein iPhone? Ja, über iCloud. Und zum Glück sind meine Geräte auch in einer Cloud. Und das war auch tatsächlich aktiviert. Und dann habe ich, konnte ich erstens sehen, dass mein Handy inzwischen am Hauptbahnhof war. Hab dann eine wirklich sehr, sehr, da kannst du so ein Signal am Handy abspielen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wenn du dein iPhone oder Nee, so aber das wird gesucht eklig hast. sein. Es ist wirklich ein penetrant nerviges Geräusch. Also wenn das Ding hinten im Taxi liegt, ich schwöre dir, der fährt selbst auf der Autobahn auf den Standstreifen und sucht dieses Taxi, dieses Handy, weil einem dieser Ton so auf die Nerven geht. Und du kannst dann so eine Nachricht auf dem Display hinterlassen für denjenigen, der das Handy findet. Dort habe ich dann die Telefonnummer von Timo hinterlassen. Dort hat dann der Taxifahrer sichtlich genervt angerufen mit, ah, war seine letzte Fahrt, er Feierabend, Deutsch nichts gut und er sehr müde. Und Ah. ich so, Timo, das ist mir scheißegal, ob der müde ist. Ich brauche mein Handy. Ich muss morgen früh hier los und ich habe keine Zeit, irgendwo durch Berlin zu fahren, mein Handy zu suchen. Alter, eine Diskussion mit dem. Dann habe ich gesagt, Alter, dann fahr doch halt einfach wieder hierher. Hast eine endlos lange Strecke durch ganz Berlin, mach dein scheiß Taxameter an, kannst du nochmal, weiß ich nicht, einen Fuffi berechnen und dann hast halt Feierabend. Freu dich doch. So viel Geld hast du wahrscheinlich die letzten 2 Wochen nicht verdient.
Ach, nee, geht nicht, weil wenn ich Feierabend und Taxameter an, dann ist Schwarzfahren, weil Chef, keine Ahnung, ich dachte mir so, Digga, du hast ja gar keinen Chef, du fährst ja schon schwarz, deine Konzessionsnummer gibt es ja gar nicht mehr, du dummer Affe. Dann hat er angefangen rumzuverhandeln, dass er 70 Euro braucht, um dahin zu fahren. Das war mir dann auch egal. Dann habe ich den da herfahren lassen, dann hatte ich nachts um 2:30 oder was das war, hatte ich dann auch tatsächlich mein Handy wieder. Ich hoffe, der Alter. ist gegen Baum gefahren auf dem Rückweg. Obi für den Tank, Zwanni für den Döner, Ayran und Baklava. Ja, Baklava für die Belgier zu Hause. Naja, auf jeden Fall habe ich dann von gestern auf heute ungefähr so 3 Stunden Schlaf bekommen, weil ich ziemlich früh aufstehen musste, weil, kannst du dir vorstellen, Wettkampfwochenende, da kommt man zu nichts. Dementsprechend musste ich quasi alle Updates vom Wochenende heute Morgen nachholen. Damit bin ich tatsächlich leider immer noch nicht fertig, aber so die wichtigsten und die Preps sind, die sind durch. Und dann durfte ich auch schon meine 7 Sachen wieder packen und bin dann um 9 abgehauen Richtung Hamburg. Ja, weil ich heute in Bergedorf den Mietvertrag nochmal in Person unterschreiben musste. Auch eine ganz tolle Sache. Du kannst inzwischen alles online unterschreiben. Ja, überall, jedes Bankdokument, jeden Scheiß kann ich einfach online unterschreiben. Nein, Mietvertrag, den ich bereits online unterschrieben hatte fürs Gym, der musste nochmal persönlich unterschrieben werden. Dafür bin ich dann nach Hamburg gedüst. Habe ich mir gedacht, komm, wenn ich schon in Hamburg bin, dann ist auch nicht so weit bis nach Hause. Guckst du mal, ob dein Haus steht. Und dann habe ich auch endlich mal mein Podcast-Setup. Ja, dann drehen wir gleich mal richtig guten Podcast. Hier im Anschluss drehe ich gleich noch einen Podcast. Ben Bescheid gesagt, machen wir Roman klar. Habe ich gestern schon gesagt, dann machen wir heute Prost Competition Podcast mit Roman. Freuen die Leute sich. Ja, Roman nicht da. Ich komme hier an, mache meinen PC an, starte Zoom. Dauert 2 Sekunden, auf einmal wuff, Bildschirm schwarz. Restlich, Bild, PC noch an, alles und so weiter. Grafikkarte einfach im Arsch. Grafikkarte durchgebrannt, keine Ahnung. Weil ich seit einem halben Jahr diesen Rechner nicht mehr angemacht habe, ist da wahrscheinlich eine daumendicke Schicht Staub auf meiner Grafikkarte. Habe ich auch nicht so schnell geschafft zu fixen. Mit anderen Worten, ich sitze jetzt hier mit dem räudigsten WLAN in meinem Haus am Arsch der Welt, habe trotzdem ein beschissenes Setup. Also mein super Mikrofon und meine super Kamera steht neben mir, die kann ich aber nicht benutzen. Also Weil Apple Entschuldigung hat ja nicht da. die Anschlüsse, ja. Entschuldigung dafür. Ich habe mein Bestes getan und musste feststellen, dass heute Allergie 3000 kickt und ich allergisch bin gegen Gräser. Und ich zeige euch mal einmal kurz, wie mein Garten aussieht. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich bin hier Bisschen viel ringsum Gras. umgeben von 2 Meter hohen Gräsern, die alle blühen. Dementsprechend, ich bin hier reingekommen und seitdem ich hier bin, habe ich dicke Augen, die Tränen, meine Nase ist zu. Ich habe schon ungefähr 1 Liter Cortison in meiner Nase verteilt, bin ziemlich bedient und da muss ich jetzt auch noch mit Alex einen Podcast machen. Ja, Herzlich siehst du willkommen. mal, das ist richtig eklig. Ja, Ohne so war Schande. mein Tag bis jetzt. Und bei euch so? Also bei mir war jetzt nicht so viel los. Ich habe ein paar Shirts bekommen hier. Diese Doppelgrößen-Shirts aus Hamburg sind bei uns angekommen. Die hat Melly mir geschickt tatsächlich. Hier von die alten, The Okay. Most Hated Shirts. Aber dann haben wir ja vorhin nochmal kurz telefoniert und haben gesagt, wir machen das nochmal anders. Dann hat mir irgend so ein Dulli HPN-Shirts geschickt. Muss ich mal Weiß ich nicht, wer das war. sehen, auch ganz nett aus, die Dinger. Bin ich schwer begeistert von. Wir sind auch wieder auf Mission, ne? Jetzt haben wir so viel Wettkampf- und Shop-Sachen die letzte Zeit gemacht und unsere Klamotten sind ein bisschen auf der Strecke geblieben. In der nächsten Zeit ist bei uns Fokus wieder voll auf Textilbusiness. Richtig. Wir hatten übrigens, ich hatte eben kurz einen Call mit dem Nordsport-Jungs und unser T-Shirt-Drop am Wochenende war ein voller Erfolg. Wir haben nur 2 Farben von unserer Basic-Kollektion gelauncht. Ja, also wir haben eigentlich nur 2 neue Farben von unseren T-Shirts rausgebracht. Und wir haben tatsächlich am ersten Tag mehr Umsatz gemacht als mit unserer kompletten letzten Kollektion. Wofür macht man sich einfach eigentlich Mühe? Mach einfach eine andere Farbe. Das ist so wie Alex, der denkt so, ach, was soll ich tolle Supplements machen? Ich mache einfach noch einen Booster. So, Digga, ich habe auch noch das zwei in der verkauft. Pipeline. Es Siehst kommen du, auch das noch ein ist paar das, was ich mehr. meine. Wir müssen nicht kreativ sein. Wir brauchen einfach nur einen neuen Booster, hauen in die AI einen neuen Namen für einen Booster rein. Ja.
Turbo Pump 9000, zack. Pumphuster gehen auch immer gut und notfalls habe ich nochmal neuen Geschmack bei den ERAs raus und der Rubel läuft. Ich wollte Notfalls, gerade also sagen. jetzt aktuell würde ich auch Roman Fritz aufs Label drucken, dann läuft das jetzt auf jeden Fall brutal ab morgen. ja. Wisst ihr So, mal, so was die schaut's aus. Geschäftsidee ist? Na? Ich bin euch schon voraus. Ich habe schon zwei Booster bestellt in vier Geschmacksrichtungen. Ha! Siehst du, Ist ich habe was, das ich Game. meine. Das ist der fucking No-Brainer. Ja, aber ich habe leider auch noch vier andere Produkte, die ja sonst wahrscheinlich keinen Spaß kaufen würde, aber ist egal, Hauptsache ich Ja, habe weil das, guck mal, das ist ja das, wo dein Herzblut drin ist, aber du musst ja auch Geld verdienen. sie. Das ist Ja, so wie mit ESN dann so, Leute, im Team-Meeting. Hat jemand eine Idee? Ah, wir bringen neues Flav and Tasty raus. und Super. alle so, ja! Ja, Aber der so, Topseller einfach neu auflegen. Herrlich. so Ja. funktioniert das Ganze. Das ist so Apropos. wie Cola Zero. Hey Leute, lass uns ein neues Produkt machen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir machen dasselbe Produkt, aber wir machen es in einer anderen Farbe. Cola Light Zero, ist egal, die Leute werden es kaufen, sie werden es kaufen. Mach die Dose mal schwarz. Cool. Apropos ESN, muss man mal sagen, am Die sind Wochenende tot. das auch. Also berichterstattungstechnisch war das echt eine traurige Nummer von denen. Die waren ESN ist nicht Sponsoren, tot, aber. also nein, aber berichterstattungstechnisch, die waren Hauptsponsor auch mit auf dieser Veranstaltung dort. Die hatten dort auch einen Stand, wo reichlich Isoclear mit Eis ausgeschenkt wurde, von dem wir uns natürlich distanziert haben. Ja, Und also kann ich ja nicht machen als Pixel-Athlet. nee, Cherry schmeckt übrigens gar nicht. Nee, Cola ist auch eklig, wirklich. Habe ich gehört. Nein, aber Ich um, kann um. mir euch genau vorstellen, ihr habt richtig einen Kahn, steht da dieser scheiß ESN-Theke und zündet euch einen nach dem anderen. So, aber ich habe heute nichts gefressen, ich muss Clearways Nach dem dritten dachte ich mir, Wodka da drin wäre auch ganz nett. Ey, ohne Scheiß. Das wird sogar Geht, funktionieren, das natürlich geht Zeug. das. Ich habe es ja mit ERAs auch schon gemacht. Das geht ohne Probleme. Witzig Wodka war auch so, Gin geht auch. nachdem ich einen Liter Aperol Intus hatte, habe ich die Hostessen von ESN auch einfach auf Deutsch vollgelabert, obwohl das Portugiesen waren. Die haben Ist trotzdem eine deutsche verstanden. Was... Firma. Ist eine Ja, das habe ich mir Deutschland. auch gedacht. Muss man ein bisschen konsequent sein. Jetzt lernt halt mal Deutsch. So, ich bin heute das dritte Mal da. Ihr könnt immer noch kein Deutsch. Was ist das denn? Das war so witzig am zweiten Tag schon, wenn die uns haben kommen sehen, da sind die schon aufgestanden mit so, ah. Ihr habt die Jungs vor Ort mit Absicht bankrott gemacht. Ihr habt Oh. gesagt, Jungs, ihr seid Konkurrenz, ich sauf euch alles weg. Finde ich Ja, gut. Mann. Nee, aber worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, Herrlich. wir hatten vor Ort sehr gute Gespräche mit Michael Schneider, Michael the Box. Ja. Kam auf uns zu, hat uns sehr gelobt für unsere Arbeit. Mit Antoine genau dasselbe. Wir hatten eine richtig coole Zeit zusammen mit Emir. Max war sogar mit ihm zusammen trainieren. Ich lag leider flach. Ich muss mal sagen, dieses Wochenende war wirklich, abgesehen davon, dass es ab dem Moment, wo wir besoffen waren, gnadenlos geil war, ein schönes Wochenende für Bodybuilding Deutschland. Hat echt Spaß Ja, gemacht. das auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall witzig. Für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, ja, wir waren beim Livestream vom Open Bodybuilding, saßen wir direkt unter dem Mikrofon für den Livestream, was normalerweise so den Raumsound raushören Oh, sollte. das kann nicht gut Und geendet sein. es fing damit an, Lionel Bajecki ist auf die Bühne gekommen und ich habe dann, nachdem ich halt einen Liter Aperol Intus hatte, war mein erster Kommentar, ich habe halt ein bisschen rumgebrüllt da so, ich glaube, Nadine hat gefragt, wer ist das? Und ich habe gesagt, das ist Lionel Bajecki, das ist der Nico Stallone unter den Profis. Man Das hat. hat auch das laute Gelächter der anderen gehört Wir sitzen und ging dann da. noch wa Mein ja. WhatsApp klingelt, Tobias Hade schreibt mir und sagt, ihr müsst euch unbedingt den Livestream nochmal angucken und hören. Hat Das richtig war ausgeteilt. das ging auch hier, ging noch weiter. Ich glaube, danach hatte ich eine sehr schöne Konversation mit Lukas Guido, ob es gesellschaftlich vertretbar ist, sich im Band gegenseitig in die Fresse zu pinkeln oder nicht. Auch auf Livestream, auch nicht Ich schlecht. denke, das wird auch im Livestream gewesen sein, deswegen hatten die wahrscheinlich auch so viele Zuschauer. Also ich meine Gold, ich mein Bodybuilding Show, Golden Shower kann man verwechseln. Naheliegend. Ja, war auf jeden Fall witzig.
Also ich meine, die Bodybuilding-Show war auch gut, aber das war mein Highlight eigentlich. Das war innerhalb von 30 Minuten hat sich wirklich die Stimmung um 180 Grad gedreht. Wir waren alle so ein bisschen abgefuckt von dieser Nummer mit Nadine, ne? Und dann sind wir dort in eine Bar gegangen, die Michi Schneider uns empfohlen hat, nebenbei Das mal. stimmt. Der hatte auch schon einen sitzen. Der hatte auch schon sitzen. Der kam uns entgegen und der hatte auch schon einen kleben. Und dann haben wir Hey, wir den sind. Fehler gemacht. Es gab dort kein Aperol, Alex. Und dann haben wir gesagt, okay, bring uns ein Ja, Caipirinha. Portugiesen. Der hat diese Rechnung aber ohne Nadine gemacht. Der Typ Nadine ist in den Spätshop gerannt und hat dort eine Flasche Aperol gekauft. Dann hat Nadine dem Dedication. in ihrem super Englisch, ihr Google Translator Englisch erklärt, dass er jetzt auf jeden Fall Sekt ranfährt und Mineralwasser, riesige Gläser und wir den Rest machen. Orangenscheiben. Orangenscheiben waren sehr wichtig. Diese ganze Rechnung hatte aber einen Fehler. Wir haben vergessen, den Caipirinha abzubestellen. Oh. Digga, der hat uns einen Caipirinha gebracht. Ich habe noch nie so einen räudigen Caipirinha in meinem ganzen Leben gesoffen. So mit dem letzten Rotz, so Pitu, was auch immer, Nein, Digga, für das war einfach nur rum. 2,99 €. Es war einfach nur rum und Crush-Eis. Ich war schon voll nach dem Rum. Also wirklich, ich war nach dem Kaipi, konnte ich schon nicht mehr gerade ausgucken. Und dieses bring mal kurz den Sekt, das war auch geil, in Weingläsern. Das war so, der kam an mit 4 Weingläsern und die Weingläser waren einfach bis oben hin voll mit Sekt. Wir dann erstmal Also kurz den habt ihr Sekt richtig abgetrunken. gebechert. Ey, ich schwöre dir, Alex, wir waren innerhalb von 30 Minuten. Waren wir alle so hackedicht? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so schnell so betrunken. Wahrscheinlich auch die ganze Sonne und Hitze und dann bist du sofort Matsche, Alter. Man hat ja auch den ganzen Tag dort nichts richtig gegessen. Birgit war so nett, hat uns dann irgendwo eine Pizza hergezaubert. Ich weiß gar nicht, wo die auf einmal herkam. Die haben wir uns auf dem Wettkampf kurz reingepfiffen mit Max. Dann schreibt Stefan mir auf einmal, Open Bodybuilding geht los. Ich so, okay, wir kommen. Dann sag ich zu dem Kellner, tu mir mal bitte einen Übrigens, Gefallen. Stefan Kienzel schreibt Ben. Also das ist hier, das war die Dicker, Show, was? das ist die Versöhnung, Sag mal, ja. wann hab ich verpasst? Wir waren noch vor 4 Wochen, waren wir noch bei sinkenden Titanic-Thumbnails und auf einmal ist hier, keine Ahnung, heile Welt und was weiß ich, Kumbaya. Habt ihr euch alle da ein paar Pilze gepresst oder seid wie alle so, ja, wir sind jetzt Weiß nicht, alle der Vibe hat es hellwach. irgendwie hergegeben. Die waren alle so nett zu uns. Die haben uns gelobt für unsere Arbeit. Man konnte gar nicht böse sein auf die. Also ich freue mich, also ehrlich gesagt, ich finde das gut, aber Also woher die Kehrtwende? war echt eine angenehme Nummer. Und ja, jedenfalls, Stefan schreibt mir, Open Bodybuilding geht los. Und ich sage, ey, Jungs, Mädels, wir müssen rüber. Bestellt mal bitte 4 Plastibecher, dass wir die Reste mitnehmen. Jetzt haben wir diese Rechnung wieder ohne Nadine gemacht. Nadine natürlich auf 1,60 Meter den ganzen Tag nichts gegessen, schon richtig einkleben. Hatte auch die ganze Zeit das Bedürfnis, in dem Kinderbambuland, was hinter uns war, nackt die Rutsche runterzurutschen. Hat dem Mit Typen dann nochmal Farbe auch noch. erklärt, dass er sich ja nicht einfallen lassen soll, dass diese Plastibecher leer sind, sondern dass die bitte nochmal voll gemacht werden mit Sekt. Ben, hast du das Video? Kannst du das Video einblenden? Von den Plastikbechern? Ja, warte. Dann sieht unser Junge, die Publikum mal, Arme. was für Plastikbecher das waren. Alter, das waren einfach Maßbier-Plastikbecher, bis oben hin voll mit Sekt schon wieder. Also ich schwöre dir, innerhalb von einer halben Stunde hat jeder mindestens eine ganze Flasche Sekt getrunken. Plus Aperol, plus Kaipi auf nüchternen Magen. Ja, wir Also machen den Sport deutlich gesünder. stell dir vor, Ja, du äckst eine ganze Flasche Sekt. Die ganze Kohlensäure, das ist ja ein Trick, dass wenn du dir, ich weiß nicht, wie der Oh, geht, dass jetzt kommen du, die Alkoholiker-Tricks. ja, doch, das hatte ich gesehen, weil ich weiß nicht, wie es genau geht, aber es ist, glaube ich, dass du die Hand auf den Sekt drauflegst, dann schäumt der extrem und dann, also du hast ein Weinglas und legst ihn drauf, dann schüttelst du den und dann drückst du den irgendwie rein und weil sich das so schnell expandet und so viele Bubbles drin sind, kann es vom Magen her deutlich schneller aufgenommen werden. Mehr Oberfläche. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, noch nie gemacht, aber ich kenne das tatsächlich von diesen, ich will nicht sagen, Models, die einfach nicht keine Kalorien fressen wollen und sonst was und die sich das einfach reindrücken, damit sie so schnell wie möglich voll sind. So, ja, Nadine ist dann auf Toilette gegangen und dann spielte sich folgende Szene ab.
Nadine war plötzlich angestellt. Digga, was ist das denn? Der Kollege hinten dran. Digga, was soll ich tun? Der war eh sprachlos. Der war bedient von uns. Der war ab Sekunde 1 hatte der gar keine Lust mehr auf uns, aber ich habe das mit genügend Trinkgeld wieder geregelt. Vor allen Und Dingen, Video läuft safe. ja. Der hat vor allen Dingen gedacht, er ist garantiert im falschen Film. Ja. Der eine sieht aus wie der Hardcore-Zuhälter, der andere ist sein Kumpane. Dann hast du zwei Mädels dabei, mit Farbe, todesshredded, maximal muskulös. Digga, die Geschichte wird er noch seinen Enkeln erzählen. So, und jetzt kleines Finale. Man achte auf den jungen Mann. Der Kellner, der ja schon mal ein Tablett gehalten haben sollte. Ja. Und Nadine ist Jetzt guck mal auf sichtlich. die Hand, guck auf die Hand von dem Kellner und wie groß dieser Becher ist. Das kommt in dem Video, finde ich, nicht rüber, aber das waren locker 0,7 oder so. Ja, Und da waren ihr halt habt es keine euch gut gehen Eiswürfel lassen. drin, sondern da war halt einfach so ein Hauch Crushed Eis drin. War auf jeden Fall gut. Ja, jedenfalls haben wir die Becher dann auch noch voll gemacht, sind dann in diese Veranstaltung wieder reingerannt. Jeder Bodybuilder, der deutschen Sprache mächtig war, hat uns mit einem breiten Grinsen empfangen, weil natürlich jeder wusste, was in unseren orangenen Bechern drin ist. Ah, die besoffen, die scheiß Alkoholiker sind wieder da. Ah, okay. Und ab da wurde es echt nur noch witzig, muss ich sagen. War die beste Bodybuilding-Show, auf der ich war bis jetzt. Ja. Also, es gibt dort ja auch die Regel, du darfst ja dort nicht filmen, mittlerweile ja auch nicht mal mehr mit dem Handy. Haben wir uns konsequent seit Sekunde 1 gar nicht dran gehalten, wo Open Bodybuilding losging? Sehr gut. Ich war nachher besonders asozial. Ich habe nachher die Hülle von meinem Handy abgemacht und habe immer die Hülle von meinem Handy hochgehalten und habe immer gewartet, bis die kommen und sich aufgeregt haben, um denen dann nur meine Hülle zu zeigen. Und Nadine hat denen immer erzählt, dass sie Selfies von sich macht. Also, das war echt. Der arme Kerl, der wird nur noch sich denken, die scheiß Deutschen, die lasse ich hier nicht wieder rein. Ey, wenn es mal nur ein Kerl gewesen wäre, es waren, glaube ich, mehr Securities als Zuschauer gefühlt in dieser Bude. Die sind da richtig hinterher. Das ist übrigens eine Sache, das kann man ja mal ansprechen, das finde ich komplett behindert. Also ich habe ja sämtliche große Sportarten in meinem Leben verfolgt. In Deutschland ist es Fußball, Football, Eishockey, weiß der Fuchs was. Überall kannst du dein beschissenes Handy da drauf halten, wenn dir danach ist. Aber diese Herren dort nehmen sich das Recht raus, warum auch immer, auf welcher Grundlage, den Leuten dort zu verbieten, mit dem Handy zu filmen. Also es ist. Ja, Geld als auch das Reichweite bei denen ist. Die verdienen ja Klar, nichts, das hat er aber mir guck ja mal, erzählt. du als Zuschauer bezahlst dort, glaube ich, auch mittlerweile, weiß ich nicht, was. Also wir haben ja dort als Coaches, glaube ich, Wir haben 500 Euro für Coach-Tickets da gelassen, ja. plus 250 Euro noch für den Medienpass. Ja. Und du darfst trotz Medienpass nicht filmen. Medienpass war 250 € nur für die Amateurshow. Ja, nicht für die Profis. Ja. Zeit, Geld zu verdienen. Also, das ist echt. Das ist schon verrückt, ne? Das ist echt Abfuck. Ja, kannst du dem auch nicht kein Geld verdienen. Die Show ist geisteskrank gut, die Organisation ist nicht gut, muss man ehrlich sagen. Ich war ja letztes Jahr mit Justin da. Da war es deutlich angenehmer, weil der Backstage-Bereich oben war. Und oben ist es hell und gut belüftet und direkt an der Bühne. Und da haben sie jetzt halt eine kleine Expo aufgebaut in dem Bereich. Heißt, die Hammerlich. Athleten haben alle im Keller gelegen. Und Keller ohne Klimaanlage, 40 verschiedene saukleine Räume, super unübersichtlich, warm, stickig, stinkt. Das war stressig. Und das Ding ist, es waren genauso viele Profis wie Amateure. Oh. Also die Profishow, dadurch, dass alle Klassen voll, es war ja jede Klasse da, es war Bikini da, Men's Physik da, Wellness da, bla bla bla. Dadurch waren das, glaube ich, 250 Athleten bei den Profis. Ach, zu Schande. Klar sind natürlich so Doppelstarts fallen bei den Profis weg, das heißt bei den Amateuren noch mehr, aber es waren genauso viele Leute quasi anwesend. Und dadurch war krass verzögert, die Show. Und so, das ist ein bisschen anstrengend. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das diesmal sehr gut hinbekommen mit dem Timing bei allen. Also das Ding ist, du hast ja deinen Timetable, an den du dich normalerweise halten kannst.
Und ich habe das dann von der Amateurshow schon so gesehen, dass wenn die was sagen, du einfach mal immer eine Stunde draufrechnen musst. Nadine Backstage schon völlig nervös gesagt, ich muss jetzt anfangen zu trinken. Und ich so, ne, das dauert noch 1,5 Stunden. Safe. Die so, Figur, macht euch ready. Ich so, die sind noch bei dem ersten Vergleich da, die machen noch Finale, die machen noch Türen. Das dauert unendlich lange. Die wollen euch nur alle schon Backstage haben. Und das haben wir so gut gemanagt. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich hab ein weinendes und ein lachendes Auge, was den Wettkampf angeht. Ich bin mit dem Paket meiner Athleten krass zufrieden, gerade mit Nadine. Die hat ich finde, das war ihr bestes Paket, was sie jemals auf eine Bühne gestellt hat. Die war inside out, peeled und voll und magenflach. Posing war gut, Präsentation war gut und dann hat sie einen schlechteren Platz bekommen als in Alicante. Das war so ein bisschen Schlag in die Fresse, aber ist halt Bodybuilding. Ja. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, was wir hätten anders oder besser machen können, was da an dem Ergebnis was gerüttelt hätte. Dementsprechend bin ich da eigentlich sehr zufrieden, was für ein Paket wir gebracht haben. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass Stefan gesagt hat, dass er Nadine auf 1 gesetzt hätte. Tatsächlich Was auch auch. Birgit wohl. Und Birgit auch. Was ja auch ein krasses Kompliment ist, das quasi von dem Coach zu hören, der eigentlich beleidigt sein müsste, weil sie bei ihm weggegangen sind. Und der von euch permanent verarscht wird. Aber das ist sehr nobel, ja. Aber auch Stefan weiß, dass wir alle kein persönliches Problem mit ihm haben. Das haben wir auch schon ungefähr 1 Million Mal gesagt. Na? Also, Stefan ist auch gerne in unseren Podcast eingeladen. Ist ja sowieso eigentlich einer unserer OG-Podcast-Gäste. Ja. Vielleicht machen wir einen Why You X The Most Hated Podcast. Der sprengt Mal alle Klicks. das Kriegsbeil zu begraben. Moderiert von Tobias Hane. Ich hätte Christian Wolff als Moderator vorgeschlagen. Oh Gott. Der Arme, der Arme. Wenn der in die Gruppe hier reingepackt wird, oh Gott im Himmel. Ich schwöre, der würde sich freuen. Vielleicht ist Der das würde. der Monat der Versöhnung. Das wäre aber auch me mega amüsant. Definitiv. Man, mit Emir verstehe ich mich auch wieder gut. Da muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, so den ganzen Stress, den wir damals mal so mal mit Emir hatten, dass die Leute da, also mir ist das damals immer schon aufgefallen, deswegen habe ich es auch nie so ernst genommen, dass die Leute mal vergessen haben, Emir ist auch ganz schön fucking jung, ne? Zu dem Zeitpunkt, Ja. wo Emir öfter mal allen Leuten irgendwie so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und ich auch mit ihm aneinander gerasselt bin, ich glaube, da war der 19. Ich war mit 19 völlig behindert im Kopf. So. Das Problem ist ja auch heute, die Gesellschaft funktioniert ja wie folgt. Die sehen deine Story, wo du jetzt irgendwas sagst, oder ein Video, dieses Trainingsvideo, was wir mit Justin gemacht haben, wo wir so aus Spaß diese E-Mail-Wiederholung nachgemacht haben. Dann screenshotten die dem das und schicken ihm das. Und dann bist du natürlich schon in dieser Lage, dass ja quasi derjenige, der dir das schickt, der erwartet ja jetzt irgendeine Reaktion von dir. So nach dem Motto, so guck mal, wie die über dich reden, die machen sich über dich lustig, bla 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 bla. Oder dass man sich das ganze Video anguckt, völlig aus dem Kontext gerissen. Dass Das zwei wäre mit Sekunden später Chris Ärgern. Keil verarscht wird, mit dem wir ja auch gut sind, indem wir dann die Wiederholung gemacht haben am Butterfly, das Wie kriegt von gesagt, dem so gar und nichts mehr mit, ehrlich das ist gesagt. so ist halt Social Media. Ja, die Leute wollen immer Streit sehen, wollen Deswegen immer hier, Beef ich habe ja sehen. genug Öl ins Feuer gegossen. Also das beste Beispiel ist ja auch dieses Video, was wir mit Nico gemacht haben. Es ist eigentlich, ich habe es ja zu dir gesagt, an dem Tag, wo wir es released haben. Wir hauen dieses Video raus und so funktioniert die Gesellschaft. Ne? Entweder wollen sie sehen, dass du auf die Fresse fliegst oder dass irgendwas brennt oder dass sich jemand verletzt oder. Ist normal. Es ist halt. Nico hat es tatsächlich dann persönlich genommen. Ne? War alles gut zwischen uns. Ich meine, war klar, warum er so aussah. Das war jedem klar. Und nächsten Tag war auch alles noch gut. Ich habe abends noch mit ihm geschrieben, habe gesagt, war alles gut. Ich helfe dir gerne bei deinem Detox. Er hat mich gefragt, er hat wohl auch einen Kinderwunsch. Ich habe gesagt, ich helfe dir auch gerne mit deinem Kinderwunsch. Ich kann gerne dein Blutbild machen. Wir bringen das alles gut über die Bühne. Aber ich mache mit dir einfach keinen weiteren Wettkampf. Das sehe ich nicht ein. Das bringt mir nichts, das bringt dir nichts. Du solltest die Wettkampfsaison jetzt auch beenden, deiner Gesundheit schon zur Liebe, dass die Leute auch mal vergessen, Nico, der hat nur eine Niere, ne? Und selbst wenn du aufpasst, Alter, eine Peak Week ist immer für einen Arsch für deine Niere. So. Und wenn ganz offensichtlich da jetzt keine Top-Platzierung mal rumkommt, dann musst du dir so einen Wettkampf auch nicht antun. Nico ist tatsächlich der einzige Athlet, dem ich jemals gesagt habe, er soll nicht am Wettkampf teilnehmen. Ich habe gefühlt die 3 Wochen vom Wettkampf gar nichts von ihm gehört und dann habe ich am
Mittwoch, als wir geflogen sind, habe ich das erste Mal von ihm ein Lebenszeichen gehört, also mitten in der Peak Week. Da hatte er von mir gar kein Peak Week-Protokoll, weil so sich einfach nicht gemeldet hat. Und dann hat er mir Bilder geschickt und ich habe gesagt: Nico, du siehst scheiße aus, flieg nicht. Das macht keinen Sinn. Wieso fliegst du jetzt hin? Damit du, wenn alles richtig gut läuft, Dritter wirst, weil keiner da ist, der besser ist. Profi wirst du hier 1000% nicht, weil das werden die nicht belohnen, wenn du schon wieder so auftauchst. Warum zur Hölle willst du jetzt hierher fliegen und dich blamieren? Und dann hat er sich halt trotzdem dazu entschieden, herzukommen. Das ist dann auch okay. Dann habe ich noch von mir aus gesagt, alles klar, dann machen wir jetzt einfach das Beste draus. Kam Nico am Vortag vor der Waage, kam er zu uns, sah so katastrophal aus, wirklich Max, schrecklich. du schmeißt die ganze Zeit irgendwas neben dein Mikrowellen Ach so, hinterher. sorry. Er sah so katastrophal aus. Ben war dabei, da hatte er, keine Ahnung, hatte er morgens 300 Mikrogramm Clen oder so genommen, konnte kaum reden, weil er so einen Tremor am Kiefer hatte. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, ich hatte ihm gar kein Clen aufgeschrieben in der Peak Week. Warum auch? Ne? Seine Aussage war, er wollte dann noch ein bisschen Fett verbrennen beim Laden. Ja, so. Dann haben wir gesagt, alles klar, Nico, du bist von hinten halt fett. Das Einzige, was wir machen können, wir knüppeln dich jetzt halt voll und hoffen aufs Beste. Das haben wir dann auch gemacht. Er sah am nächsten Tag, als wir im Blackout-Gym waren, sah auch schon deutlich besser aus. Dann hat er am Tag vor der Show seine Diuretika verkackt. Er sollte morgens um 12 und abends was nehmen. Kommt an, wie ist das so, Nico? Hast dein Triamterin genommen? Nee, habe ich vergessen. Habe ich erst um 16 Uhr genommen. Also, okay. Super, herzlichen Glückwunsch. Dann läuft er zu Jan Saffe und kommt Jan Saffe zu mir und sagt: Max, ist das richtig, dass Nico heute Morgen zum Frühstück schon so viel Triamterin nehmen sollte? Ich so: Ah, das ist ja interessant. Dir erzählt er, dass er morgens zum Frühstück irgendwelche Entwässerungstabletten genommen hat. Mir erzählt er, dass er seine Entwässerungstabletten vergessen hat zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Dann sehe ich morgens seine Story, was er frühstückt. Das war nicht das, was ich ihm aufgeschrieben hatte. Ja, also das ist so, der Typ ist einfach voll chaot. Ja. Dann am Wettkampftag ging es damit weiter. Herzlichen Glückwunsch. Alle Athleten, die ersten Tag später dran waren, morgens um 6 sich gemeldet, morgens um 7 sich gemeldet. Nico, der um 14 Uhr auf der Bühne stehen sollte, morgens 9:30 Uhr, kein Lebenszeichen. Da hätte schon die erste Mahlzeit drin sein müssen, da hätte schon eine Tria drin sein müssen, da hätten wir gucken müssen, wie er aussieht und so weiter. Dann kommt von ihm so eine Nachricht um 10: Ja, ich bin gerade aufgewacht. Ich gucke so drauf, Digga, du warst vor 1,5 Stunden schon online. Wo sind die Bilder? Dann kriege ich von ihm so ein Spiegel-Selfie. Ich so: Okay, herzlichen Glückwunsch. Habe ihm gesagt, was er essen soll. Wir sehen uns in der Halle. Kommen wir in die Halle. Nico nicht da. Nico sollte laut Zeitplan 5 Minuten später auf der Bühne stehen. Wir 20 Minuten in dem ganzen Gebäude gesucht. Dann kommen wir raus, läuft uns seine Freundin über den Weg. Ich frage so: Was habt ihr gemacht? Wo ist Nico? Ja, der hat seine Startnummer vergessen. War wieder zu Hause, kommt wieder. Dann hat Nico richtig Glück gehabt, dass die Show eine Stunde Verspätung hatte, sonst hätte das halt einfach gar nicht auf die Bühne geschafft. Dann, keine Ahnung, sah halt aus wie Katastrophe, war auch zu erwarten. Ne? Um dann nächsten Tag mir die Schuld zu geben, ich hätte ihn mit Absicht überladen, damit er schlecht aussieht. Damit wir Klicks kriegen auf das Video. Okay, Nico, klar. Das ist immer meine Strategie. Ich sorge mal dafür, dass meine Athleten Jetzt, schlecht aussehen, weil das ist gut für mich. da, ja, jetzt muss man es auch mal sagen. Wir haben es ja auch intern gesagt. Ich werde es auch in der Öffentlichkeit sagen. Du kannst mit Dummen nicht kommunizieren. Es geht einfach nicht. Du kannst mit Und Dummen auch nicht, du kannst mit denen auch nicht diskutieren. nein, du kannst Ich habe weder diskutieren, gar nichts. Du kannst sie auch nicht vorbereiten. Und das haben wir beim letzten Mal nett gesagt. Und das, wir haben ja alle intern auch schon mit diesen ganzen Kontroversen, sondern habe ich auch gesagt, komm, lass es sein. Der ist die Zeit nicht wert. Der kriegt es halt einfach nicht auf die Kette. Der kann Ich halt. hätte ihn nach der FIBO schon rauswerfen sollen. Ja, aber es ist ja sehr nobel, dass du ihn weiter behalten hast. Er hat sich ja auch zwischendrin, hat er sich ja auch bemüht. Ist ja alles gut. Er hat ja auch zwischendurch, hat er auch guten Progress gemacht und ist deutlich besser geworden. Aber es sind halt immer wieder diese Rückfälle. Und wenn du dann als Coach, der so viel zu tun hat, oder auch wenn dein Image mit deinem Athleten behaftet ist, und du dann immer so Schlammschlachten in der Öffentlichkeit hast, wo dann auch solche Argumente fallen wie, du hast mich mit Absicht schlecht aussehen lassen, wo ich mir denke, Dicker, bist du fünfmal zu hart gegen den Kühlschrank gelaufen? Das kann nicht sein. Also wenn du das wirklich glaubst, dann keine Ahnung. Weil wir ja auch Weiß ich sonst was. nicht wissen, wie Das man ist guten Content macht.
Pass auf, das habe ich so, so habe ich auch, das habe ich dann gelesen und dann habe ich das Nico genauso geschrieben. Ich habe gesagt, wenn du das wirklich glaubst, Bist du dumm? dann ist dir überhaupt nicht mehr zu helfen. Dann kam von ihm noch dumme weitere Argumente und dann ist mir halt der Kragen geplatzt. Und dann habe ich angefangen, Screenshots von Leuten zu kriegen, wo er dann halt vor anderen Leuten angefangen hat, über mich herzuziehen, dass es meine Schuld war. Und dann habe ich ihn halt mal kurz auseinandergenommen, öffentlich, weil ich bin ja nicht völlig behindert. Und das Lustige ist, ja, er war bei Roland Schierlock. Er war bei Patrick Thur. Er war bei Stefan Kienzel. Er war bei Dominik Woiwat. Er war bei Stefan Patrick Kaiser. Er war bei Ronny Rockel und er war bei Heiko Kalbach. Alle haben ihn rausgeworfen. So mit Jeder hat ihn Bodybuilding, er rausgeworfen. kann mit Bodybuilding Und aufhören. Nico hat jedes Mal, nachdem er rausgeworfen wurde, erzählt, dass die Coaches schlecht waren. Also das ist immer es war immer die Schuld der Coaches, dass er schlecht ausgesehen hat. Ich habe schon überlegt, ob wir eine Podcast-Episode mit den Coaches machen. Einfach nur so. Und alle erzählen mal ihre Stories von Nico Stallone. Ich Best weiß zum of. Beispiel von Roland Chirlock, da hat er sogar Hausverbot, weil er zum Formcheck gekommen ist. Und dann ist er nach dem Formcheck direkt zu McDonald's gefahren. Und die hatten das, irgendwie hatten sie schon Verdacht und die Dagmar ist ihm hinterhergefahren und hat ihn dann auf frischer Tat bei McDonald's erwischt. Ja. Dominik hat auf jeden Fall auch noch geile Stories zu erzählen. Bei Stefan hat er am Wettkampftag angefangen, Chips zu fressen. Bei Patrick war, ach, keine Ahnung, Digga, das war überall. Und die haben alle, ich bin im Endeffekt der Coach gewesen, der am längsten Geduld hatte. Er hat auf der Fieldwater schon reingeschissen und hat gesagt, alles gut, Nico, ich nehme das nicht persönlich. Wir haben jetzt die Option, wir machen Alicante, bis dahin muss das noch runter, reiß dich zusammen. So, in der Zeit hat er auch ein paar Mal reingeschissen. Dann haben wir das für Alicante noch irgendwie halbwegs auf die Reihe bekommen. Das war das beste Paket, was er jemals auf die Bühne gestellt hat. Er ist auch Zweiter geworden und das mit einer guten Form. Da hat er sich wirklich nur durch sein katastrophales Posing versaut. Das muss man auch mal dazu sagen. Der hat in 20 Wochen nicht einmal geschafft, Posing zu üben. Ne? Der macht seit 10 Jahren Wettkampfbodybuilding und kann einfach nicht eine Pose für 5 Sekunden halten. Nachdem man in Alicante wirklich gut ausgesehen hat, hatte er ja eine geile Ausgangslage für Portugal. Hat so katastrophal reingeschissen, dass er schlimmer aussah als vor der FIBO. Ne, das haben wir dann versucht, in 2 Wochen nochmal irgendwie wieder zu fixen, was natürlich nicht geht. Und selbst in Natürlich. den 2 Wochen hat er weiter reingecheatet. Der hat bis in die Peak Week reingecheatet. Er hat noch am Tag vor dem Wettkampf Mist gebaut. Und in dem Fall ist es halt auch einfach dann, der zieht auch nicht das Argument, Max, du kriegst ja Geld dafür. Momentan betreue ich 30 Athleten, ich könnte auch 300 Athleten betreuen. Ich betreue momentan nur Athleten, auf die ich richtig Lust habe, wo ich Potenzial sehe, wo ich denke, denen kann ich auch tatsächlich helfen. Ja, die sind bei jemand anders nicht besser aufgehoben. Also, das ist ja eine Aufwandsentschädigung. Es ist nicht so, nur weil mir jemand Geld zahlt, hat er nicht das Recht darauf, dass ich ihn coache. Zeitverschwendung für alle Und in dem Parteien. Fall ist es einfach Zeitverschwendung. Und auch ich habe das Video, habe ich noch zu beendet. Ich nehme das nicht persönlich, habe ich auch tatsächlich nicht persönlich genommen. Ich habe mit Nico kein Problem, ich wäre auch im Guten mit ihm auseinander. Wie gesagt, ich hätte ihm weitergeholfen. Aber er hat es persönlich draus gemacht und hat dann persönlich angefangen, gegen mich zu schießen. Und insofern darf er sich dann auch gerne ficken. Hör auf, da schon wieder irgendwas rumzuwerfen. Du Ach so. wirfst die ganze Zeit am Mikro Ja. rum. Sieht ein Alles bisschen dicht am cool. Mikrofon. Also, das Thema würde ich dann auch gerne abhaken damit, weil mehr Fläche würde ich ihm auch ungern noch bieten. Wir haben es jetzt einmal nochmal hier gesagt. Das Ich Thema ging habe jetzt. gehört, er macht jetzt auf eigene Faust die Saison noch weiter. Richtig, er hat heute nochmal ein Also Statement rausgehauen. Die Nico, Saison ist dann zu Ende, wenn er das sagt. wenn du das siehst und eine deiner 2 Gehirnzellen noch funktioniert, lass das sein. Ganz doofe Idee, wirklich. Du bringst dich nur ins Grab. Ich habe mit deiner Freundin geredet. Deine Freundin hat gesagt, Nico, der wird sich umbringen fürs Bodybuilding, ohne dass er jemals Profi wird, weil er seit 8 Jahren dieselbe Scheiße macht. Das sagt sogar deine Freundin. Vielleicht solltest du mal auf deine Freundin hören, weil die meint es mit Sicherheit nur gut mit dir. Das ist einfach nur Geld, was du aus dem Fenster rauswirfst, deine Gesundheit, die du riskierst. Und solange du deine Essstörung und deine psychischen Probleme nicht in den Griff kriegst, wird das auch nichts. Amen. Amen. Ja, sonst, Alex, wer war denn für dich so die Überraschung des Wochenendes? Wettkampftechnisch? Meinst du jetzt deutsch oder allgemein? Also Allgemein. allgemein, ich bin kein Fan vom Andrea Bresti. Ich finde den einfach nicht besonders. Also der ist immer gut, aber der ist nicht so, wo ich sage, oh, wow.
Aber der hat wirklich das beste Paket gezimmert, was ich seit langem, also was ich von ihm bisher jemals gesehen habe. Der war voll. Oberkörper ist der schon wirklich krass. Ja, aber der ist so. Ich finde ihn nicht so beeindruckend, wenn du ihn neben wirklich guten Leuten stehen siehst. Dann kann er sich immer placen, er kommt irgendwie immer Top 3, aber er hat nie wirklich eine Schnitte. Beispielsweise einen sehr, sehr knappen Vergleich zwischen 1 und 2 zu haben oder um 1 zu betteln. Es war meistens so, dass er nie klar so gesehen besser war als alle anderen. Und der hat mich sehr überrascht. Der war super in Form, zumindest das, was ich vom Stream bzw. von den Bildern her sagen konnte. Der war voll wie ein Haus. Klar, die Beine sind bei ihm immer das, was ein bisschen abfällt, aber die waren auch improved, die waren auch besser. Condition hat gesessen. Hat super gepostet, perfekte Bühnenpräsenz gehabt. Und das war halt so ein, ja, das war für mich so ein ganz klarer Sieg. So nach dem Motto, Ja. okay, der gewinnt, da gibt es nichts dran zu rütteln. Erinnerst du dich, Ben, dass wir den in Alicante einen Tag vor der Show noch gesehen haben, Ja, abends im ja. Restaurant am Pizzaessen? Ja. Also der hat am Abend vor der Show saß er mit seiner Freundin im Restaurant und hat noch Pizza gegessen. Vor der Show jetzt. Nee, vor Alicante. Ach so. Man muss mal sagen auch, dass dieser Coach, wie heißt der, Max Hentenmauert, Mauro der Sasse. macht in meinen Augen wirklich gute Arbeit. Der Christian, mit dem ich befreundet bin, der Pole, der ist ja auch bei ihm. Der scheint zu wissen, was er tut, der Dude. Er ist Mauro aber Sasse Sassi hart. ist zusammen mit Milosch ein absolutes Urgestein, ne? Ja. Er hat aber auch immer schon verrückte Dinge auch gemacht. Viel PGF2 Alpha und sowas. Ja, das Wird. hat der Christian auch erzählt, wenn Milosch und er die Köpfe zusammenstecken, dann kommt immer was ganz Schlimmes bei raus. Da muss immer nur jeder leiden. Es ist, aber Paket war super. Wie gesagt, Unterkörper passt nicht ganz zum Oberkörper. Aber mit Abstand beste Paket. Und klar, von den deutschen Athleten, sowohl Emir als auch Roman sahen super aus. Emir hat sich die 180-Grad-Drehung gemacht, um halt wirklich peeled zu sein. Und das, ja, wenn du das Bild zeigst. Also so kommt keiner in der offenen. Das Bild habe übrigens ich geschossen. Echt? Ja, das war bei dem Ja. Training, was wir einen Tag Also vorher hatten. das muss man wirklich sagen. Klar, man sieht, die Adduktoren sind dünner geworden. Er ist allgemein dünner Pass geworden. auf, das mit den Adduktoren, ich habe mit ihm darüber geredet, das ist ein Posing-Problem von hinten. Der Ah, hat Riesenadduktoren. Der dann spannt er so schiebt an. sich die weg. Ja, okay. Also Ja. ich bin mir sicher, dass die Lücke, die er zwischen den Beinen hat, die kann er direkt schließen. Wenn er die Adduktoren da rausdrückt, das ist nicht so einfach. Das muss man einmal geschnallt haben, wie das geht. Justin hat das auch erst in der Vorbereitung geschnallt und so. Aber ich bin mir sicher, also ich habe ihm ja das auch gesagt, der hat das auch, sieht das auch so. Ich denke mal, der wird das üben. Ich denke, bei der nächsten Show wird er den Trick raushaben, dass die Beine von hinten viel geschlossener wirken. Ja, weil, also man hat ja schon viel Condition gesehen, aber das ist wirklich fat, fat free. Also da ist Da ist nichts mehr nichts dran. dran. Ich habe das in Alicante schon gesagt, dass Emir, der war komplett fettfrei. Der war einfach nur geisteskrank überladen. Überladen. Und ich habe ja das Foto gemacht und da habe ich den Jungs geschrieben oder als ich zu Hause war, habe ich gesagt, Alter, der ist noch deutlich härter als Roman. Das Und ist das macht ja krank. keiner. Das macht ja keiner in der offenen, weil du damit normalerweise das Size-Game nicht gut mitspielen kannst. Das war auch das, was bei ihm jetzt noch gefehlt hat, war aber meiner Meinung nach genau der richtige Weg, weil es der beste Look für ihn war. Ich glaube, wenn er weicher gekommen wäre, dann hätte er eventuell 3, 4 hätte man sich kabbeln können. Und dadurch, dass die Form jetzt so gut war, tipptopp. Bei ihm ist immer noch, wie du es gesagt hast, er ist so jung, lass den noch weitere 3, 4, 5 Kilo draufpacken. Und er wird immer und immer, immer imposanter, weil der halt diese Condition erreicht. Das macht ja kein Profi. Also die Und du kannst Condition mir auch hat erzählen, was kein du Open. willst. So in Form kommst du nur, wenn du leiden kannst wie Sau. Ja, ja. Da Ich kommst du glaube, nicht Chris aus der Keil hatte uns Erholung. das auch mal erzählt, ne? Emir ist so ein Typ, wenn der denkt, der unterzuckert, dem ist das scheißegal. Der setzt sich dann in die Ecke und kauert sich zusammen und hält das aus und haut sich eben nichts rein, um, was weiß ich, dieses Gefühl vom Unterzuckern. Wir wissen ja alle, wie eklig das ist, das abzuhalten, sondern der hält das dann aus, solange wir es aushalten müssen.
Ja, 90 Minuten Stairmaster bei 40 Grad in Hoodie und langer Hose, da musst Man du schon muss Masochist sein. auch mal dazu sagen, das war aber ein generelles Problem in Portugal. Emir war fucking erkältet. Seine Frau war oder seine Freundin war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Ach, Scheiße. Er hat Blut gehustet, wenn ich mich nicht irre. Ja, ey, der ist aus dem Auto ausgestiegen am Husten. Ich sag so, Alter, Emil, was ist das denn? Taschentuch voll mit Blut. So, oh, nice. Also, das ist Nützt ja nichts. aber Wir ein ziehen jetzt Problem, was sich durch. dadurch sämtliche reingezogen hat. Nadine, genau dasselbe Spiel. Max ist früh um 3 aufgestanden, weil er dachte, die schafft es nicht mehr. Eine Nacht vorm Wettkampf. Also in der Nacht vorm Wettkampf. Die hat gebellt wie Bello, Alter. Das war Alle echt. krank geworden. Aber da, ey, wir laufen Dicker, sonntags wir in doch diese. auch. Wir Wir waren doch laufen am auch in Sonntag Portugal, waren alle krank. mit Max in diese Halle rein, Alex. Da steht draußen so ein spanischer Kameramann. Redet irgendwas, kriegt einen Hustenanfall. Ich gucke den an und der haut eine Blutlache raus, während der hustet. Ich sag so, Max, der hat gerade einen übelsten Batzen Blut auf den Boden geschwommen. Und Max so, Alter, wir sind so gefickt. Wir sind alle hier Backstage mit denen. Jeder hat gehustet, jeder hat gekeucht. Also, Alter. das Ich war eine war richtig gestern gute. auch den ganzen Tag am Husten. Ben ist auch krank. Ja. Ich habe es irgendwie, mir geht es heute besser tatsächlich. Also es ist nicht schlechter geworden. Aber ich bin gestern davon ausgegangen, dass ich heute flach liege. Also, da auf jeden Scheiße. Fall Hut ab für diese Leistung an Emir. Und Ja, genau. sonst. Dann Roman sah ja auch super aus. Ich kann es wieder nicht sagen. Ich habe ja nur die Videos gesehen und Co. Ich weiß nicht, ob er noch mal ein Stückchen schärfer war. Das Paket sah Ja, auf jeden Fall gut aus. er war deutlich härter als in Alicante. Okay, weil das konnte ich konnte es auf den Bildern, die ich gesehen habe und Co., In konntest du wieder deuten. Alicante war er überladen. In Alicante ist er übergelaufen. Da hat er auch geschwitzt wie Sau und hatte so einen fiesen Wasserfilm. Und ich denke, diesmal hat er das genau gepackt, so viel zu laden, dass er halt nicht das Bild war. Ich denke, er hätte nicht voller sein können, ohne zu spillen. Und er hätte auch nicht härter sein können, ohne flach zu werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, er hat das da nahezu 100% genäht. Es ist auch wirklich schade, dass Roman heute hier den Termin verpasst hat, weil wir wissen ja, am Tag der Waage hatte er 123,7 Ach du Schande. Kilo. Einen Tag später hat er mir geschrieben, ey, mir geht's nicht so gut und ich habe ein kleines Problem. Ich sage, was ist denn das Problem? Ich wiege nur noch 116. What the fuck? Ja. Und dann haben wir ihn halt auf dem Wettkampf erst wieder gesehen. Also mich hätte wirklich interessiert, was in diesen 2 Tagen noch passiert ist, was er noch gemacht hat. Aber das wird er uns hoffentlich an anderer Stelle nochmal verraten. Aber was auch immer er gemacht hat, es hat funktioniert dieses Mal. Aber echt, sah super aus. Fand ich auch gut, dass er wieder so gesehen im Top-Top-Bodybuilding angekommen ist. Weil viele haben auch gesagt, ah, Roman, das war's jetzt, da kommt nichts mehr. Und dann wieder zu sagen, okay, pass auf, hier bin ich, auch gegen Emir. Das war auch ein unglaublich interessanter Vergleich. Ja. Finde Aber ich es muss man aber. natürlich sagen, auch bei Emir. Also jetzt zwischen Roman und Andrea ist schon nochmal ein krasser Unterschied. Ja. Und Roman und Emir, wenn man die jetzt beide so in Topform ansieht, da fehlt halt insgesamt wirklich bei beiden extrem viel Fleisch zu Top 10 der Welt. Ne? Also da ist ein krasses Gap. Ja. Es sei einfach nur Dann. Fleisch. Man muss auch sagen, ich erlebe Roman, ich kenne ihn ja noch aus ESN-Zeiten, als wirklich komplett charakterlich verändert, muss ich sagen. Der lacht plötzlich, das hat man ihn lange nicht gesehen. Der reißt Der ständig Witze bei uns in der Big-Zone-Gruppe. ja, also Er der ist. antwortet zwar 5 Tage nicht, wenn man ihm schreibt, aber Aber für sobald Witze jemand ist was er in der da. Big-Zone-Gruppe postet, dauert es 2 Sekunden, bis Roman einen Kommentar ablässt. Schon. Also Er ist auf jeden Fall entspannter, glaube ich. man merkt, das Team tut ihm gut. Er hat sich auch einen Tag vorher bei mir entschuldigt, dass er nicht zum Drehen kommen kann, wo ich zu ihm gesagt habe, ey, ich habe zwar die Verantwortung hier vor Ort, aber das interessiert mich jetzt eigentlich einen Scheiß, ob du zum Drehen kommen kannst oder nicht. Dein Wettkampf hat Vorrang. Keiner hier wird sagen, du kommst jetzt zum Drehen. Ich bin hier nicht dein Peiniger oder sonst sowas. Mich interessiert am Ende des Tages, dass du hier ein gutes Ergebnis ablieferst. Und das merkt man ihm an. Das spürt man. Das ist auch cool. Das ist Ja. wichtig. Nur so kannst du dich ja wohlfühlen. Jetzt haben wir aber die Mädels übersprungen.
Zu den Ladies kommen wir natürlich auch Die noch. müssen wir erwähnen, denn die haben die beiden Mädels von uns, Max, vom ganzen Konstrukt, sagen wir es mal so, sahen beide super aus, sowohl Birgit als auch Nadine. Und Nadine hat es ja schon angesprochen, das beste Paket, was sie bisher gebracht hat, überhaupt. Und Birgit ist ja auch, sofern ich es gesehen habe, ganz knapp Zweite geworden. Ja, es war wieder wie in Alicante, sind beide wieder nochmal Top 2 rausgerufen worden und nochmal verglichen worden und nochmal verglichen worden. Also da waren auf jeden Fall ein Haufen Posen, die an Birgit gingen. Ich denke, die andere hat sie wirklich geschlagen, weil einfach Gluteus, Beinbeugerbereich in einigen Shots die Haut halt einfach so ein bisschen schöner angelegen hat. Birgit war auch wirklich hart, muss man sagen. Ich habe mir ehrlich gesagt, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Also den ersten Formcheck, den wir gefilmt haben, da war Birgit ein bisschen flach. Und das ist genau das Problem. Wenn Birgit flach ist, dann hast du das Problem mit der Haut bei ihr ganz stark, obwohl wir mehr geladen hatten. Das hat dann aber zum Glück zwischen morgens und bis zur Bühne das, was da an Flüssigkeit wieder reingekommen ist und Salz und das Aufpumpen, das hat auf jeden Fall hat den Look krass verändert. Also die sah auf der Bühne viel besser aus, als sie es noch 2 Stunden vorher getan hat. Aber wie gesagt, es kommt auch darauf an, wie du auf der Bühne aussiehst und nicht 2 Stunden vorher. Umso schwieriger ist natürlich dieses Spiel, was wir dort hinten jedes Mal spielen mit. Wir werden aufgerufen. Ja, Du das haust den Timing ist Gatorade rein, wichtig. du haust den Salz rein, du lässt die eine Stunde pumpen und dann heißt es, ja, jetzt noch 45 Minutes. Digga, echt jetzt. Michael. War auf jeden Fall wieder eine knappe Geschichte. Birgit hat einfach so eine super schöne Linie. Die hat eigentlich keine Schwachstellen muskulär. Die andere Das auf Dame jeden sah Fall. halt einfach einen Schwung frischer aus, würde ich sagen. Ja. Das ist das, was uns da Aber super Paket. ohne Frage. Birgit macht auch weiter und wird bei der, hilf mir kurz, Max, bei der Masters Olympia Bei der in, Masters Olympia in Rumänien machen. genau. Geil. Im Da wird sie, 17. August, glaube ich. da wird sie sich aber garantiert ganz weit oben placen. Das denke ich auch, aber ich bin mir auch fast sicher, dass wir da leider nicht gewinnen können, weil dort werden ganz schön viele Olympia-Athleten Ja, das, auftauchen. ja. Also da wird sie nicht Favorit sein. Und muss man auch an dieser Stelle mal sagen, ist eine Athletin ist ausgeschieden Tag vorher, die Manal, Manal. leider. Ja. Die hat sich tatsächlich beide Knöchel gebrochen, einen Tag vorher. Die hat einen Autounfall, ne? Irgendwie sowas. Nee, die hatte keinen Autounfall, die ist gestürzt. Aber sehr, 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 sehr bitter. Die Hanna Ja, von uns, hat sich ein bisschen um sie gekümmert, da die ganze Zeit. Hat ihr noch einen Rollstuhl besorgt, weil die haben sie da aus dem Krankenhaus mit 2 Gips einfach so in Uber gesteckt und zum Apartment geschickt und die konnte halt nicht mehr laufen. Und dann musste Hanna ihr da durch ganz Lissabon noch einen Tag vorm Wettkampf einen Rollstuhl besorgen. Muss man auch einmal kurz sagen, also die Manal, die war wahrscheinlich Favoritin, muss man mal dazu sagen. ja. Also die wäre die Favoritin für die Show gewesen. Die hätte ich auch vor der Brasilianerin noch gesehen, zumindest das, was ich vorab gesehen habe. Ist halt dann noch umso ärgerlicher, weil sie halt wahrscheinlich ihre Olympia-Quali da verpasst hat. An dieser Stelle gute Besserung, wünscht man Ja. keinem. Und was wollte ich sagen? Achso, an Hanna muss man auch tatsächlich mal Ja, wollte Props ich auch noch kommen. aussprechen. War, Hut glaube ich, auch ab. ihre beste Platzierung. Ist Vierte geworden in der Figure Class, also ein Platz hinter Nadine. Und auch in absoluter Top-Form. Sehr gutes Paket. Ja, die HPN-Mädels haben gut Gas gegeben, das muss man sagen. Beide mit Top-Form, Top-Placing. Alles gut. Die beiden Gewinnerinnen in der Figure, die waren unschlagbar. Gerade die sehr große. Komischerweise die Zweitplatzierte, ne? Die ist in Alicante, glaube ich, Zehnte geworden hinter Ja. Nadine. Ja. Und jetzt auf einmal vor ihr gelandet. Hier Und die ich kann junge dir nicht Dame ganz sagen, wieso, wild. weil ich finde, die hat gar nicht Nee. so eine schöne Linie. Die hat nur Nee. mehr Muskulatur, die hat mehr Fleisch, die war auch weicher als Nadine. Ja. Aber die größere, die war Legende, weil. Die war nicht schlagbar. Das habe ich aber, das ist wie in der Classic, das ist bei der Figure leider genauso. Je größer du bist, desto besser siehst du aus.
Weil die genau dieses, die wollen ja dieses Y haben. Ganz passende Beine, unglaublich durchgeteilt von unten bis zur Hüfte und oben ein ganz, ganz breites V und eine ganz Digga, die schmale Taille. hatte einen Latt, Alex. Das Ja, sah aus, als ob ihr dort jemand zwei Pferdepimmel implantiert hat. Jetzt mal ohne Scheiß. das habe ich auch noch nicht gehört, aber ja, sehr gut. Und eine Taille, die ungefähr so ist wie meine Powerade-Flasche. Also es war. Ja, das ist halt verrückte Genetik. Das war echt irre. Kann Aber. man denn. Aber man muss auch sagen, das Niveau in der Figurklasse über die letzten Jahre bei den Profis ist krass gestiegen. Guck dir mal Figurklasse vor 6, 7 Jahren beim Mr. Olympia an. Da bin ich mir sicher, dass Nadine sogar den Mr. O hätte gewinnen können mit dem Look. So, und jetzt sind da ein paar Kaliber. Ist schon krass. Ja, es sind 20 Athletinnen, wie sie es gesagt hat. Das ist kein kleiner Wettkampf. Das ist auch das Paket war super und ich bin ziemlich sicher, dass sie das sich noch holen wird. Werdet ihr weitermachen? Ja, ne? Ja. Da ist auch bestimmt noch, also Minimum ein Zweiter, wenn nicht sogar die Quali ist drin, weil das Paket, was ihr da hingestellt habt, war super. Finde ich. Es ist halt schwierig, ne? Auch für Max seiner Position jetzt, sage ich mal. Wir haben in Alicante das Feedback bekommen, ey, alles cool, wie ihr es gemacht habt. Steh bitte nur die Frontpose ein bisschen anders. Wenn du wirklich was verändern willst, komm müh härter, aber sonst alles cool und spannend in der Backpost, dein Glut nicht so durch. Alles klar, wir haben uns mit Peter Behrs in Verbindung gesetzt. Peter hat das Posing gefixt. Das Posing war dieses Mal eine 10 von 10, da kannst du nichts sagen. Präsentation eine 10 von 10, alles Bombe. Wir holen uns in Portugal Feedback und sie ist plötzlich zu hart. Ja, war ja klar. Und wir reden von was reden wir jetzt, Max? Ein Kilo? Ein Kilo Unterschied war das. So, was willst du jetzt machen? Nix, du kannst nur würfeln. So, und Ist, das das ist erinnert auch mich aber halt auch tatsächlich. an Jennifer Zienert, ne? Die kam in Amerika an, wo sie hier ihre Amerika-Reise gemacht hat mit Daniel. Und ich war ja die ganze Zeit mit Daniel im Austausch, der sagt, ey Ben, die haben uns ja gerade gesagt, sie ist zu hart. Dann wurde die da, glaube ich, beim ersten Wettkampf Neunter oder Siebter und dann hat sie sich Feedback geholt, du warst zu weich. Dann haben die das nochmal mit ihr gemacht und dann hat Daniel halt bei Alicante dann gesagt, weißt du was, ich scheiße jetzt drauf. Hart kann ich baller die jetzt hart dorthin. Entweder das passt jetzt halt oder nicht. Das ist ein Schwachsinn. Aber das ist das Problem. Es ist halt kein objektiver Sport. Es ist halt Kommt reine auch immer darauf Meinung. an, wer, du wirst halt auch immer verglichen mit allen, die auf der Bühne stehen. Und wenn jetzt der, das habe ich schon mal gesagt, wenn da zum Beispiel sehr viele große Athletinnen auf der Bühne stehen, die alle sehr muskulös sind, und du bist die Einzige, die so ein bisschen kleiner und zierlicher, zwar mit einer schönen Linie ist, dann fällst du eher negativ raus. Ja, genauso wenn in dem Line-up alle relativ weich sind und die Top 1, 2, die waren beide deutlich weicher als Nadine, so, dann siehst du halt auch schnell im Vergleich zu hart aus. Ne? Wenn alle knüppelhart sind und du bist der eine, der halt ein bisschen softer ist, dann bist du halt der Dumme, der halt softer ist. Das ist halt so. Du wirst halt nicht alleine verglichen, sondern du wirst halt immer mit denen, mit allen, die auf der Bühne stehen, verglichen. Und da wird Härte wird halt auch in Relation zu den anderen gewertet. Ist halt auch beim Bodybuilding das Fiese, ne? Nadine hatte so ein bisschen so einen kleinen Down-Moment nach dem Wettkampf, was ja auch verständlich ist. Ich meine, wir sind da alle mit einem super Gefühl hingefahren. Und dann habe ich halt auch zu ihr gesagt, es ist halt, beim Bodybuilding ist das schwierig. Beim Fußball zählst du Tore, beim Football zählst du Touchdowns, bei der Formel 1 zählst du die Rundenzahl. Beim Bodybuilding macht der Head Judge an Bei dem der Tag den Formel First 1 fahren die Call. alle dieselbe Anzahl an Runden, Ben. Hä? Bei der Formel 1 fahren sie alle dieselbe Anzahl an Runden. Ja, aber sie messen ja die Zeit. Aber du hast Rundenanzahl gesagt. Ach so, ja. Es gibt auch manchmal tatsächlich, dass ein Max Verstappen tatsächlich plus eine Runde fährt, weil er schneller als alle anderen Das wusste ich war. natürlich. Das ist zwar ganz selten der Fall, aber bei allen Langstreckensportarten, Ich so als Rennsportexperte wusste das DTM, natürlich. Nürburgring, du bist, ja klar, du bist 24-Stunden-Fan, da geht's nach Runden, da, das ist deins. Da sehe ich dich. Jedenfalls, ja, mit einer Flasche Aperol bin ich auch da, Fan. Im Auto. Yeah! Können wir die Story erzählen? Nein, erzähl mir Okay. nicht. Und jetzt bin ich raus. Bist du Jedenfalls, raus? beim Bodybuilding ist es so, an dem Tag hast du dort den Head Judge vor Ort und er macht den First Call out. So, und dann wird halt gebastelt.
Du musst, du guckst dir halt das an. Alicante, und das ist genau das, was ich meinte. In Alicante wäre es auf 1 gewesen. Die Favoritin Jenny, die war knüppelhart. Ja. Feedback, komm ein bisschen härter. Jetzt war die Erstplatzierte, die war überhaupt nicht hart, aber die hat halt eine unschlagbare Linie. Und das war aber jetzt nun mal die, mit der Nadine verglichen wurde. Und schon hieß es, du bist zu hart. Das ist halt das Problem. Wenn da jetzt Jenny neben ihr gestanden hätte, wäre das Feedback mit Sicherheit nicht gewesen, du bist zu hart gewesen. Ja, so Weißt kann du, wie ich das meine? variieren. So, und die jetzt zum Beispiel Zweitplatzierte, die war deutlich weicher als Nadine, die hat sich in Alicante Grotten schlecht platziert, weil Jenny knüppelhart war. So, jetzt war die Erstplatzierte auch nicht so wahnsinnig hart und schon haben sie halt nur Muskulatur und Linie mehr verglichen, aber bei ähnlicher Härte und schon landet die auf 2. Also, schwierig. Es ist immer ein Gewürfel, das ist das Problem. Nervig. Aber einfach Ja. weitermachen. Irgendwann klappt's. Das ist halt die Ja. Sache. Also, wenn man sich Definitiv. auf Also wir haben den jetzt. besten Shows in Europa Top 1, 2, 3 platziert, dann gehört man da offensichtlich hin bei so vielen Mädels. Ne? Ja. Weil ansonsten müsstest du danach gehen, nur sonst dürfte nur jemand eine Show mitmachen, wenn er davon ausgeht, Mr. Olympia zu gewinnen. Und so Das ist ein ist es ja bisschen nicht. unrealistisch. Das ist der Käse. Ist ja auch nicht so, nur weil du dein. Es ist ja, wenn du deine Pro-Qualifier machst, gehst du ja auch nicht davon aus, dass du gleich eine Pro-Show gewinnst, sondern dass du in einem Klar. Profifeld nicht untergehst. So. Und wir gehen davon aus, dass Nadine in einem Olympia-Lineup nicht untergeht. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir auch eine Show gewinnen können. Aber Genau. dann fängt das wieder von vorne an. Na, gibt So, nur dann drei habe ich zu Stufen. diesem. Profi werden, bei den Profis gut platzieren, beim Olympia gut platzieren. Das sind die drei Steps und du fängst jedes Mal wieder bei fucking Null an. Richtig. Ja. Dann habe ich zu diesem ganzen Wettkampfthema nur noch einen jungen Mann, den ich gerne noch zeigen wollen würde, mit dem wir uns auch sehr gut verstehen, der, glaube ich, wirklich unter der Kategorie Fleiß wird belohnt eingeordnet werden kann. Der junge Mann stand letztes Jahr noch zusammen mit Justin auf der Bühne, ist dort, glaube ich, Zweitplatzierter geworden, richtig? Dort hat der Ja. Dean White gewonnen. Richtig. Ist dann später in Alicante Profi geworden. Und hat sich am Wochenende wirklich mehr als verdient sein Olympia-Quali geholt. Ja. In der Classic Physik. Ist, finde ich, eigentlich kein Classic-Athlet, ist, finde ich, eigentlich ein Ja. Bodybuilder, aber hat hier ganz verdient seine Qualifikation bekommen, weil der war so unendlich hart. Und so knüppelvoll bei der Härte, das war schon sehr beeindruckend. Und ich finde, denke, der wurde auch tatsächlich dafür belohnt, dass er sehr konsequent jetzt alle Wettkämpfe mitgemacht hat. Er ist von Wettkampf zu Wettkampf besser platziert worden, hat auch von Wettkampf zu Wettkampf meiner Meinung nach ein etwas besseres Paket gebracht. Aber ja, 8 Shows. Hat er acht gemacht. Pro-Shows hat er gemacht. Nee, 8 Shows mit Amateur, hat Chris mir gesagt. 8 Stück. Back to back. Der ist irgendwie seit 24 Wochen oder so in so einer Schwachsinnszahl auf Diät. Also es ist, ja, mehr als nur verdient. Man muss aber auch kurz den zweiten erwähnen, der Stefane, aus wo auch immer er herkommt. Der sah böse aus. Der ist halt Classic gewesen. Der hat genau dieses, der konnte perfekt posen. Da hat es halt einfach nicht alles gepasst und der muss halt sich erst noch ein bisschen den Namen dafür machen. Der ist aber brandgefährlich. Ich bin mir ziemlich sicher, der macht die nächste Show und geht direkt durch und gewinnt einfach stumpf die nächste Show und die treffen sich auf dem Olympia wieder. Das war auch Äpfel und Birnen Ja, vergleichen, was ne? du sehen willst. Linie vergleichen oder jemand, der sein Paket 100% genäht hat, schwierig zu vergleichen, ne? Also man Ja. hätte das so oder so geben können und du hättest für beides argumentieren können, finde ich. Ja. Aber ich finde es schön, dass Fleiß auch be belohnt wird. Muss. Ja. Definitiv. Definitiv. So, dann habe ich auch nur noch ein letztes Thema. Und zwar hat ja Fabian Mayer vor geraumer Zeit bekannt gegeben, dass er seine Prep abgebrochen hat. Und Gott und die Welt hat überlegt, warum, wieso, weshalb, warum. Ist er zu groß geworden? Ist er zu schwer geworden? Wird er jetzt Unternehmer und scheißt aufs Bodybuilding? Und jetzt hat er aber am Wochenende gedroppt, dass die liebe Rachel schwanger ist und dass man sich deshalb erstmal aufs Kind kriegen konzentrieren wird. Und dass der Frag ich Mister. mich, ob er das Kind austrägt.
Oder warum man deswegen keine Diät machen kann. Ich habe Vielleicht. tatsächlich eine Lösung dafür. Ich sag dir, was die Realität ist. Eins muss man Fabi sagen, vielleicht, klar, Nicht man kann ihn ein bisschen, absetzen. glaube ich, weiß ich nicht mehr, ob er das gemacht hat. Ich glaube es tatsächlich nicht. Der ist nicht doof und der ist ein bisschen älter und der weiß, wo er in der Welt hinkommen kann. Das aktuell, wenn du dir das Classic Lineup anguckst, der kann maximal Fünfter werden. Besser wird er nicht. Also er kommt nicht an einem Terence vorbei, er kommt nicht an einem Urs vorbei, er kommt auch garantiert nicht an einem Chris Bumstead vorbei. Und das weiß der. So, wenn du mit dem Gedankengang reingehst und sagst, okay, ich kann maximal Fünfter werden. Und dann hast du plötzlich, dass dein Leben sich verändert, dass du sagst, okay, ich könnte auch jetzt theoretisch meine Familie gründen. Ich bereite lieber jetzt meinen Exit aus dem Bodybuilding vor, damit ich eine Karriere danach habe, damit ich Geld verdienen kann, für mein Kind da sein kann und Co. Ich weiß nicht, wie alt Fabi ist. Ich glaube, er ist 35 oder 36, irgendwie sowas. 35, ja. So, wie gesagt, eigentlich, und das muss man an der Stelle mal sagen, weil alle direkt rumgemeckert haben, der macht genau das Richtige jetzt. Er macht genau das wirklich Beste, was er machen kann. Mitnehmen, jetzt zusehen, dass er Social Media größer macht, irgendwie, was Ben schon gemeint hat, Business Bodo, zusehen, dass er sich für die Zukunft absichert und dann Familie, Happy Life. Weil er hat alles erreicht. Was soll er denn tun? Soll er für einen Platz sich jetzt noch kaputt machen? Für was weiß ich, 2, 3 Jahre? Dass er dann irgendwie, dass wenn Mike nochmal eine Ecke schärfer kommt, ihm wegmacht? Wo soll das denn hingehen? Das ist dann erst wieder interessant, wenn Chris weg ist, wenn, keine Ahnung, Urs zweimal Classic Olympia gewonnen hat und was auch immer, Platz 3 jetzt plötzlich offen ist. Ja, und dann wird irgendjemand anders schon da sein. Genau. Das Und ist ja das, diese Klasse ist riesig. Wir haben ja. es ja am Wochenende wieder gesehen, allein die Einzelvorstellung hat 1,5 Stunden gedauert. Und es sind auch so viele gute, das ist ja das Problem. Es ist auch eine Menge Schrott, aber es ist auch eine Menge gut. Deswegen, ich bin voll auf seiner Seite. Ich sag dir, der soll zusehen, dass er jetzt vielleicht noch ein, zwei Dinger macht. Der soll sich hochfressen, das ist sogar gar keine schlechte Idee. Der wird einfach ochsenstark, der wird interessant werden für Videos. Der ist so groß, der wird immer imposant sein. Social Media machen, bis er umfällt. Karriere da machen und aufs Wettkampf-Bodybuilding scheißen. Macht keinen Sinn. Ist Wie siehst du das, verschwendete Zeit. Max? Kann ich 100% nachvollziehen und Alex hat auch mit allem, was er da sagt, recht. Also, Fabian wird kein Mr. Olympia gewinnen. Ob er mal einen Platz hochrutscht oder nicht, sei mal dahingestellt. Heißt, also, er macht das auch nicht fürs Preisgeld. Ne? Es ist cool, mal Top 5 der Welt gewesen zu sein, immer weiter Top 5 der Welt gewesen zu sein. Sind wir ganz ehrlich, die Leute, die machen das da auch nur, weil sie dann einmal das Ding gewinnen wollen. So. Familie gründen kannst du nicht ewig lange. Du willst nicht mit 50 Vater werden. Na, also ich denke so, als Frau solltest du irgendwo zwischen, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 Mutter werden, ideal. Und als Kerl solltest du optimalerweise irgendwie bis Mitte 30 Vater werden. Das heißt, er ist da im richtigen Alter. Ich weiß nicht, wie alt Rachel ist. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen jünger als er. Gar nicht. Aber Also. auch die hat ihre glorreiche Zeit leider hinter sich gelassen. Also der letzte Wettkampf war dann halt auch nicht mehr so Bombe. Ja, Ja, aber dann geht das Leben halt auch weiter. Genau. Also das Gute ist ja, sie haben ja Wenn beide du diesen. keine Familie gründest und ansonsten auch, also klar, wenn dein Ziel ist, du willst der Beste der Welt werden, finde ich, das ist ein Ziel, dafür kann man leben, dafür kann man sein sowas aufgeben. Aber wie viele Ziele gibt es denn tatsächlich, die einem irgendwie so einen Sinn jeden Tag geben? Und Familie gründen ist so ziemlich das Sinnvollste, was man halt irgendwann machen kann, ne? Zumal ist ja nachhaltig. Und ich weiß halt auch aus meiner Zeit, wo ich noch mit Fabi viel zu tun hatte, dass Outfit damals sehr stark anlief und wahrscheinlich auch immer noch laufen wird. Ich glaube, er ist der Einzige, der dort in Österreich Moor und ISN vertreiben darf im B2B. Dicker Jackpot. Alles gut. Beste, was er machen kann. Familie gründen, wünsche auf dem Wege alles Gute dafür. Sollen die sich schön ein wunderschönes Leben machen. Er hat alles bewiesen, was er zu beweisen hatte. Fertig. Ja. Mach Social Media, mach das, was Geld verdient und worauf du Bock hast, was dir Spaß macht. Und leb dein Leben.
gibt tausend wichtigere Dinge als Wettkampf-Bodybuilding, wenn du das alles schon erreicht hast. Das ist ja sowieso ein Riesenproblem, was wir haben. Wenn wir jetzt gucken, auch wenn wir in Deutschland gucken, wie viele Leute haben überhaupt einen gescheiten Exit geschafft? Also das sind nicht mal fünf Personen. Markus, an Dennis Wolf, Matthias Botthoff als bekannte Person, ja, dem geht es auch noch ganz gut. So. Hoffmann, David. David Hoffmann, der hat retired, ja. Fällt sonst immer mal ein. Roland, gut. Roland ist immer noch als Coach unterwegs. So. Aber es gibt viele Leute, die halt einfach Wettkampfbodybuilding gemacht haben oder die wir jetzt komplett vergessen, weil sie gar nicht so weit an der Weltspitze waren, trotzdem Profis. Die richtig krebsen. Denen geht es nicht gut. Die verdienen, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro, 4.000 Euro und haben aber jetzt das Problem, dass sie den ganzen Körper ruiniert haben. Und anstatt, dass man sich in seinen jungen Jahren irgendwie ein bisschen darüber bildet und versucht, hey, okay, was kann ich denn machen, dass, wenn meine Karriere rum ist, ich dann etwas Handfestes habe? Und das kannst du nicht mit, keine Ahnung, 5 Euro machen. Da musst du ein bisschen mehr Geld schon verdient haben und auf die hohe Kante gelegt haben, damit du davon leben kannst. Und das machen ja alle nicht. Das Ich ist. habe noch 5 Minuten, Jungs. Wir müssen zum Ende kommen, weil Ich ich muss wollte gerade gleich noch in sagen, den wir nächsten machen jetzt eh Podcast Feierabend springen. heute. Ja, Ich glaube, also wir haben an danke, dieser. Roman, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Ja, kein Problem. War Ich doch hoffe, aber Roman trotzdem eine hatet mich schöne jetzt nicht. Runde. Haben wir gut rumgekriegt die Zeit. Alles cool. Also, ich danke euch für eure Zeit. Ich denke, wir hatten allerhand coole Themen und wir sehen uns demnächst, meine Herren. Macht Schwört gut. Hall. Tschüss. Ciao.